Hallöchen und willkommen zurück hier bei eurem Lebande auf Chemiebackel.de mit den Rob als Terraner gegen den Gabriel XP als Zerg, ein TVZ. Im TVZ, was spielen wir da Schönes? Wir spielen heute mal, ich würde sagen, Marine Marauder? Oder doch nochmal ein Cyclone Rush, aber da sind die Linge halt schon der Konter. Marine Marauder. Ne, wir spielen Hellions. Genau, wir gehen auf Hellions, was soll's. Wenn der Zerg geht, oh ja, doch, er geht. Hellions into Benjis, das kriege ich auch immer ab. Gucken wir mal. Ich, keine Ahnung, wie ich es spielen soll. Ich habe mir jetzt kein Bild oder angeguckt. Ich will einfach nur mal ein bisschen was anderes spielen als Zerg. Aber es tut sich gerade nichts im Ladebildschirm. Ich muss vielleicht an meinem PC mal ein bisschen kurbeln, damit es schneller geht. Nee, doch nicht. Da kann ich erstmal den Tipp des Stars vorlesen. Der erste Sieg mit jeder Spezies pro Tag gewährt Bonuserfahrung. Hey, super. Das freut mich. So, gut, Luck have fun. So, der Arbeiter kommt, noch ein Baumer. Dann kommt's Depot. Ne, vorne mal nicht durch, das ist mir zu weit. Und zu unsicher gegen Zerg. Ach nee. Mach ich lieber hinten. Schön hier die Ram dicht, das geht ein bisschen schneller. So, dann nehmen wir mal das Gas. Noch ein WBF. Das nächste ist dann Doppelgas. Ja, baut dann gleich die Barrack. So, Barrack bauen. Du damit rein, du damit rein. Den noch hinnehmen. Und das zweite Gas anschmeißen. Und noch ein paar davon. So, 200 Q, das reicht eigentlich, das ist immer genug. Vielleicht kann man die Minerals sinnvoller nutzen woanders. Wobei am Anfang ist es eigentlich. Naja, ist es egal. Also in meiner Liga zumindest, ne? Bei den Pro-Gamern, keine Ahnung. Aber das bin ich ja nicht. So, dann soll es eigentlich reichen. Für die Fabrik gleich. Die baut er mir dann gleich. Du baust mir ein Depot. Du baust mir die Fabrik. Und du baust mir einen Reaktor. Dankeschön. Und als nächstes nehme ich dann die Kommandozentrale. Hier das Gas noch dazu. Wenn jetzt ein Link-Push kommen würde, müsste er eigentlich gleich da sein. Runter machen und reinfahren. Dann die Satellitenzentrale. Müsste auch hier ausgehen, dass das weg kann und das gleich wieder hin kann. Dann kannst du hier hin. Jetzt ist der kritische Moment, wo ich nicht dicht bin. Angeeignete Landeupgrade der Kommandozentrale. Fertig. Bauen wir noch eine Kommandozentrale. Und bauen ein paar Helions. So, den haben wir bekommen. Wir schmeißen eine Mule. Das hier hin. Wir werden danach auf Cyclings gehen. Oder ach komm, lass Helions spielen. Helions sind okay. Du dahin, hier zumachen. Und ich brauche gleich noch ein neues Depot, sonst bin ich nur so bleiblock. Was ich bestimmt auch gleich sein werde. Naja, bei Cyclins auf jeden Fall. So, mit 4 Helions guck ich da mal vor, was ich mit Schönes machen kann. Dann schauen wir mal. Können wir noch Mule schmeißen? Nee, geht noch nicht. Du brauchst mit denen noch ein Depot. Du baust mir eine Machine Dog. Du schmeißt mir Mule. Danach gehst du auch wieder hier hin. Wo ist die Action? Dann nimm jetzt die Echse. Kein Speed, okay. Keine Reaction. Ist das alles? Super! Systeme nominal. Zyklon einsatzbereit. Ziele.
Und noch ein paar Helions mehr. Satellitenzentrale nehmen. Wir bauen noch als nächstes ein Robo mit. Robo, eine Fabrik noch. Ich stecke in Schwierigkeiten. Verstanden. Los geht's. Zyklon unterwegs. Machen wir ihn die Hölle heiß. Oh, keine Sorge. Mich hält niemand auf. Haben Sie ein Ziel? Bewege Einheit in Position. So, noch ein paar davon. Zeigen Sie mir einfach, was sterben soll. Und da haben wir auch dieses Spiel gewonnen. Und ich würde sagen, wir hängen einfach noch das nächste dran, sonst ist die Folge ein bisschen zu kurz. Ja, langsam anscheinend habe ich mich, gut, es ist halt nur Silber, ne? Da merkt man dann doch schon ein bisschen Unterschied gegen den Zerg halt vorhin, das war einfach nur schlecht von mir. Da war ich noch zu aufgeregt als Terraner, jetzt sieht man ja schon, Wert der Armee war viel höher. Apparate für Ressourcen, das war um einiges auch höher. Er hat halt keine Echse gehabt, also ich hätte zwar auch noch keine, aber sie stand halt schon mein Commander Center. Und ich hätte jetzt noch gleich doppelt Mule schmeißen können. So, dann würde ich sagen, mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns, wenn es weitergeht oder auch nicht, denn es geht schon weiter. In 3, 2, 1, auf, was spielen wir, welche Map? Wir nehmen heute mal die Fundgrube LE gegen den Lemmerding, ein Protoss, ein PVT. Ja, das sind eigentlich auch wieder Cyclins mit am besten. Good luck, have fun. Wir spielen Cyclins. Machen diesmal machen wir auch wieder undicht. Undicht ist mir nicht. Da bin ich zu ängstlich für. So, Rest nehmen. Noch eben mit rein und als nächstes das Gas. Gas kommt. Nehmen wir noch einen. Dann sind wir eh so blei-blockt aus. Könnte. Nee, es geht diesmal nicht aus. Ja, ich weiß, ich bin so blei-blockt. Brauchen wir gleich die Kaserne. Kaserne kommt. Und wir nehmen hier noch einen. Gut dran, gut dran. Das zweite Gas dazu. Und dann noch. Los, komm. Und ich würde sagen, das reicht dann. Denn wir wollen ja eigentlich die Satellitenzentrale haben. Und die Fabrik dann gleich nehmen. Das war so ein enges Ding. Das muss ich vielleicht optimieren. Vielleicht mal doch mal in den Dings angucken, im Bild, oder? Hier mit hier ran fürs Doppelgas. Ne, das sollte eigentlich passen. Da kann ich gleich Fabrik bauen. Schade, dass ich die nicht schon setzen kann. Oh, jetzt habe ich missgebaut. Das ist doof. Das ist ja doof. Gucken wir mal. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, Satellitenzentrale kommt, das kommt. Du bist auch gleich drinnen, das ist sehr gut. Kannst du dahin. Dann nehme ich noch ein Depot. Weil es geht dann echt schnell nachher. Kann auch gleich Mule schmeißen, das ist sehr gut. Aber das ist halt später fertig. Nächstes Mal könnte gleich sein. Ne, da baue ich keine Einheit. Das ist wäre schwachsinnig. Hoch mit dir, runter, dahin. Noch 1, 2 BBFs. Und dann bauen wir die Cyclins. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Das bringt meinen Plan durcheinander. So, ein paar kann ich noch bauen. Mit 4 werde ich dann pushen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Und den Rest baue ich nach. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, das passt soweit. Gegen Flieger bräuchte ich vielleicht noch was, wenn Flieger kommen. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher in der Liga. Wir werden einfach mal das Fliegerteil bauen. Ist sicher, ist sicher. Dann das noch und als nächstes brauche ich noch ein Depot. Depot kommt. Dann noch hier ein. Noch Mule schmeißen.
Oh, der Rana ist doch schon ein bisschen Stress, ne? Nein, den will ich nicht bauen. Ich wollte den bauen. Und dann gucken wir gleich mal vor. Und den Abwehrturm. Optik online, alles klar, knallen wir was. Wo ist der letzte? Los, komm. Da haben wir ihn. Und ich müsste dann Echsen. Unbedingt die Echse nehmen. Das müsste auch ausgehen, das müsste passen. Das passt. So, schauen wir mal. Boah. Cannons, ey. Einfach nur Mass Cannons. Wir haben aber eine DPS, diese Zeichen, das ist ja Wahnsinn. Vier Cannons, fupp, tot. Los geht's. Nicht genügend. Wir bauen weitere. Kann ich leider noch nicht. So, los hier, kommt. So, dann können wir hier noch ein paar Schule schmeißen. Wir werden noch eine Fabrik bauen. Noch ein paar Depots. Vielleicht schlecht, wenn ich mit dem baue. Die DPS, das ist einfach nur übertrieben. Los geht's. Zyklon auf Empfang. Er baut immer mehr Cannons. Gibt's Koordinaten, Kommunikationskanal frei. Aber die DPS, boah, ist immer nur. Geschichte. Ja, das ist echt GG. Was hat er denn? Gar nichts. Er hat einfach nur Cannons gebaut. Ja, Silver League. Ich werde bestimmt mal jetzt in Gold gerankt. Und wir sind in natürlich Gold 3. Ja, das sollten wir nicht lange bleiben. Glückssträhne. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Endgard. Tschüss. Und das sind wir gleich mit der Endcard. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie ihr seht, Mech in der Silberliga ist eigentlich echt easy, kann man schön leicht gewinnen. Mal gucken, wenn ich damit komme und schaltet auch morgen wieder ein und tschüss, euer Rock.